So, Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Far Cry. Wir sind gerade aus den Katakomben raus und da warten schon ein paar Herren auf uns. Schleichen wir uns mal ein bisschen an. Und die merken schon wieder, dass ich komme. Machen wir mal schnell einen kurzen Prozess. Dann gucken wir mal, wo es weitergeht. Schon wieder ein paar Tage nicht gespielt. Hatte wieder einiges zu tun. Aha. Mit dem G könnten sie ja rumdrehen. Wird es mir ein bisschen mehr nutzen vielleicht. Heute nehme ich mal mit Dextory auf. Ich habe jetzt hier auch einen neuen Stuhl von AK Racing. Habe vorher auf so einem kleinen Sessel gespielt. Der Sessel stehen, das ist ziemlich bequem, vor allem zum Film gucken. Aber das ist nicht so gut fürs Kreuz, wenn man da den ganzen Tag auf so einem Sessel rumhockt. Oha, ein Gegner. Moment, erst wenn ich erstmal die Lage scanne. Da kann man da auch noch einer um, ja. So. Was? Ein Arschloch, da hab ich schon mal entdeckt. So, dann bleib ich mal in sicherer Deckung und schieß dann alle mal einen nach dem anderen ab. Das Beste sein. Oha. Schießt denn der her? So. Vielleicht lege ich mich sogar hin hier. Könnte von Vorteil sein. Hoffe mal, da treffen nämlich noch weniger. Wo sind die denn jetzt alle? Da ist noch einer. Oder? Ich glaube, ich habe da einen gesehen. Da unten war auch noch einer. Stecken die sich im Dickicht. Ah, da ist einer. So. Der andere muss auch noch da unten sein. Da drin. Muss mal aufstehen. Bisschen strafen. Keine Ahnung, wo der ist. Wahrscheinlich hinter dem großen Baum da. Mal ein bisschen auf die Seite. Kleinen Stellungswechsel. So. Zeig dich. Da ist schon einer am MG. Okay. Meine Kugeln fliegen wirr durch die Gegend. Das war also der Typ. Okay. Bin ich ja noch recht gut bestückt. Moment. Munition nachladen. Raketenwerfer leer schöpfen habe ich noch ein bisschen. Ja. Sagen wir mal beim Sturmgewehr. Gibt's noch ein bisschen Muni. Jawohl. Praktisch, dass die Waffen kompatibel sind. Jetzt sammle ich doch noch ein bisschen Muni ein hier. Dass die auch noch alle mit der alten M16 rumlaufen, wenn hier so ein nettes Sturmgewehr rumliegt. M4. M4 heißt die, ist jetzt hier. Keine M16. Jack, the Mercs are searching the river. Be careful. Some of their best are out there looking for you. Ha! Haben sie also ihre Elite geschickt, um mich auszuschalten. Mal gucken, ob sie besser kann als der andere Rest der Bagage. Na, ich glaube nicht, dass die arg viel klüger sind. Vielleicht kommen auch die mehr aushalten. Die großen Jungs. Nur drei? Ich hab gedacht, da wären jetzt ein Haufen, die nach mir suchen. Hier in einem Baum steht noch irgendwo einer. Wo? Hallo? Hallo? Hä? Wo steht denn der? Komisch. Oh, mein Jack hat aber ziemlich kräftig, hey. Kann hier so einen 2 Tonnen schweren Stein durch die Gegend schieben. So, da war er. Ein bisschen Ammo. Vielleicht sollte ich auch hier nach oben laufen. Wenn ich das gerade schon sehe, dann gucke ich mal. Kleine überlegene Position vielleicht. Ich muss aber sowieso da runter. Jetzt gucken wir mal hier oben, was es noch gibt. Können wir bestimmt auch nach unten.
dauert nicht mehr lange, bis Far Cry 4 rauskommt. Noch ein Monat. Ein guter Monat, glaube ich. Da unten ist ein Boot. Ich glaube, ich muss eine Bootstour machen. Eine Bootstour durch den Amazonas. Da unten stehen noch ein paar. Kann man vor sich hin. Sag ich mal Hallo. So. Kann sein, dass die stärker gepanzert sind. Haben die jetzt einen Helm auf? Könnte sein. Haben die vorher einen Helm auf? Das hat aber komische Augen. Ich glaube, der verwandelt sich auch gleich zu so einem Mutant. Was haben wir hier noch? So. Erstmal die Ausrüstung kaputt. Schön viel Schaden anrichten. Ist immer toll. Ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich sollte ich schon das Boot nehmen. Das ist ziemlich weit, glaube ich, bis da hinten. Aber da bin ich halt eine Zielscheibe. Schöne fahrende Zielscheibe. Da können die Mercs hier ihre Zielübungen machen. Da ist bestimmt gleich ein Kampfboot. Habe ich jetzt gedacht. Glücklicherweise haben sie ja keine Kampfboote wie bei Battlefield. Ja, haben sie mich schon erkannt. Es wackelt sehr stark. Aber es funktioniert einwandfrei. Jetzt nehme ich den hier im Boot. Super. So. Oh, kommt schon das nächste Boot. Wow. Gut getroffen. Einwandfrei. Ich weiß nicht, ob es am besten ist, wenn ich einfach mit Vollgas durchrausche. Oder ob ich schon langsam durchfahre und alle abschieße. Okay, Game gesaved. Was macht der da im Wasser? Sind die alle im seichten Wasser und warten auf mich? Und einer wird mich schon noch treffen, wenn sie lang nur auf mich schießen. Irgendeiner schafft es dann noch. Oha. Ich guck mir auch gerade Alien Isolation an, oder wie das heißt. Ich glaube Isolation kann das sein. Hätte ich auch ein Feuerwerk machen können, da vorne. Was ist das? Kann ich da drüber fahren? Hallo? Guck mal, sterben vielleicht? Meine Frage ist, kann ich da jetzt irgendwie vorbeifahren? Kann ich dann ein Jeep hier in die Luft jagen vielleicht? Oder soll ich mit dem Jeep weiterfahren? Okay. Kann ich hier die Seile wegschießen? Oh cool, ich kann die Seile wegschießen, wenn ich da aussehe. Einwandfrei. Zerstörung. Levolution! Levolution. Kann sich Battlefield noch was abgucken? Im Spiel von 2000. War es 2003 war es? 2004? Ich hab's selber schon wieder vergessen. Komm. Schieb den Scheiß weg, da ist ein Seil. Mal schießen. Jawohl, jetzt könnte ich durchfahren, vielleicht. Einwandfrei. Physics. Beste Physics ever. Ich sollte mal Heilung sammeln. Spiel gespeichert. Sehr gut. Diese Kampfboote hier sind nicht sehr beweglich, muss ich sagen. Das war genau im richtigen Moment, wenn der Hubschrauber kommt. Gut gemacht. Gut gemacht, Simi. Schon gut gemacht. Ja, vorne ist der Hubschrauber. Ich wollte eigentlich nur Waffe wechseln, aber ich drücke da immer die falsche Waffe. Weil es genau umgekehrt ist wie bei Battlefield. Oh. Es ging schnell. Oh, meine Munition war da langsam knapp. Oh fuck. Das Boot ist nicht sehr wendig. Und, Raketenwerfer. Raketen habe ich auch noch 30. Ah, guck mal, da ist ein neues Boot. Vielleicht nehme ich da einfach das. Oh fuck, da schießt einer. Die
die Raketenwerfer immer noch an mir. Oh shit, oh shit. Das ist die Elite, was sie gesagt haben. Ich bin gleich tot. Das heißt, wenn hier jetzt irgendwo ein Medipack liegt, dann habe ich verkackt. Da vorne liegt einer. Da liegt eins. Oha. Sag ich doch, Levolution. Na toll. Das Medikit hat's gebracht. Wahrscheinlich der andere, da schießt ja nochmal einer. Ja. Der hat mir ein bisschen zu viel ausgehalten. So, Hubschrauber muss jetzt kommen. Ich hab mal auf dem Raketenwerfer. Hallo? Konnte schießen gerade. Trifft mich nicht. Ich sehe den gar nicht, der wird gar nicht gerendert auf die Entfernung. Hallo? Der hat schon irgendein Problem, der Tipp wird einfach nicht verreckt. So. Ob da ein Secret ist hinter dem Wasserfall? Wir werden es nie erfahren. So, dann rechnen wir mal an Land und sammeln ein bisschen Zeug ein. Ah, guck mal, Medik, Kevlar gibt's auch noch. Oh, da oben rennt auch noch einer rum. Munitione. Ja, ich hab geschossen. Die haben auch noch einen gescheite Hintergrundmusik. Oha! Da leckt mich am Arsch. Ich mach immer noch den PDA dabei, den wir vorher eingesammelt haben. Den wir unten in der Mitte. Die Waffe auf Einzelfeuer stellen? Nein, stimmt, die hat Granaten. Stimmt ja, die hat mehrere Granaten. Ups. Oh, fuck. Das habe ich mir gedacht, dass jetzt bestimmt einer von der Seite kommt. Was nur der eine? Yep. Ja, natürlich ein fettes MG da oben. Bullet Travel Time, habe ich auch noch nicht erwähnt, glaube ich. Spiele ich sowas von 2014. Bessere Grafik als die Spiele heutzutage, bessere Physik, bessere... Weniger Bugs, ja. Okay, Bugs hatten wir auch schon. Letzte Aufnahme, einen ganz tollen Bug. Was ich noch dran erinnern kann. Wer das gesehen hat. Hier kriegst du einen Handkanal über Arschgesicht. Boom. Upsi, ich glaube, ich muss da nach oben. Schätze ich jetzt einfach mal. Bin einfach mal so frei und denk, dass ich da lang muss. Oh, hat da schon mal einer. Ums, Headshot. Bam, Headshot ins Knie. Wo ist der Typ hingeflogen? Hat er schon runtergeflogen. Oder muss ich noch weiterfahren? Hätte ich auch zu Fuß lang können oder mit dem Jeep. Oha, jemand hat mich gesehen. Da schießt gerade einer nach mir. Wenn ich mir mal. Ah, hier gibt's noch Raketenwerfer. Ach, da hinten ist der, okay. Ich glaube, ich hätte einfach durchfahren können mit meinem Boot. Oh fuck, da schießt Granaten nach mir. Keine Ahnung, wo die Granate jetzt gelandet ist. Ich glaube, die Sprache nicht gelandet. Es hat noch 5 Minuten, bis sie wieder runterkommen. Und keine Trigens hier. Sehr verwunderlich. So, dann haben wir jetzt wieder ein bisschen Muni. Einwandfrei. Oh, da unten war da schon wieder einer auf mich. Moment, erstmal. Geh ich nochmal hier oben. Oh, fuck, der Hubschrauber. Haben der irgendwo da hinten? Ja,
24-facher Zoom. So, da hinten ist ein Hubschrauber. Hm. Oha. Ist der nach mir, der Wichser? Huch. Oha. Was? Ja, yeah, Headshot. Huch. Das Boot ist nicht besetzt. Ach, der ist ausgestiegen. Das ergibt Sinn. Ich glaube, der andere schwimmt jetzt hierher. Wie ich die kenne. Da ist er. Wenn ich jetzt mal Gegner, die auch schwimmen können, dann nicht ersaufen, wenn sie ins Wasser. Wenn sie, sobald sie Wasser berühren. Kann ich in das Zelt rein? Wow. Kevlar. Sich auf jeden Fall gelohnt, hier vorbeizugucken. Wer weiß, was da sonst noch überall verteilt rumliegt und ich es nicht finde. Oh, kleiner Texturfehler. So. Ich frag mich mal, wie ein Mann so viele Waffen bei sich tragen kann. In GTA ist das ja immer schlimm. Ah, ist ein Spiel. Muss ja nicht realistisch sein. Muss ja Spaß machen. Kann ich hier nicht irgendwie ranzoomen noch? Nein, kann ich nicht. Ach, guck mal. Ich habe bemerkt, ich habe ja ein Entfernungsmesser dran. Hightech, alles Hightech. So. Hallo? Hm, vielleicht kann ich auch da lang gehen, aber ich folge mal dem Wasser. Kleiner Überlebenstipp. Immer im Wasser bleiben, denn dann kommt man zur Zivilisation. Flüsse fließen bergab, also kann man sich auch schön orientieren dran. Man kann einen Kompass bauen, ganz einfach. Jetzt kommt's. Man nimmt eine Nadel, wenn man eine hat, reibt sie ein bisschen damit an der Kleidung oder so, dass sie ein bisschen magnetisiert wird. Dann legt man sie auf ein Blatt, ganz normales Blatt, was man hier irgendwo vom Baum holt. Dann legt man sie ins Wasser und dann wartet man, bis sich das Blatt ausgerichtet hat, dann weiß man, wo Norden und Süden ist. So, jetzt gerade passend zum Thema hier, Survival und so im Dschungel. Jack weiß das natürlich alles. Und ich habe das Gefühl, dass jetzt gleich eine Wassermine oder so noch kommt. Das fehlt noch. Oh, guck mal. Nein, das ist mal abgeschlossen. Just a little ways off the river itself, but there should be a path. Be careful though. It looks like you can't just stroll in there. Aha. Okay. Machen wir dir erstmal den Bootblatt da vorne. Ein bisschen abseits vom Fluss hat er mir gerade irgendwas erzählt, wo ich hin muss. Oh. Gehen wir gleich mal an Land. Weil der Herr tot ist. Irgendjemand sieht mich. Oh, das ist Gas. Hallo? Nicht verarschen. Geht die Gasflasche nicht kaputt? Hä? Das ist seltsam. Oh, da ist noch einer. Moment, genau. Habe ich doch richtig gesehen. Da schießt einer mit Raketen an mir. Schön getarnt da oben und zack, das war's auch schon. Snipergewehr war nicht schlecht. Oha. Ich glaube, das ist explosiv, was ich da als Deckung nehme. Wo? Und dann mache ich jetzt an dieser Stelle auch schnell mal einen Cut. Wir haben schon 20 Minuten aufgenommen und wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Folge mit Far Cry.